So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play SMP Love for Dream. Ja, oh, was zum, okay. Ich werde jetzt den Bootschein machen. Ja, mir das, hab mal geguckt, wie viel er kostet und so. Und das wird wahrscheinlich noch dauern. Eventuell muss ich den Tagesschau einfach nochmal machen. Aber ich werde jetzt erstmal den Bootschein machen. Und ich glaube, ich hatte Payday, wo ich jetzt gerade AFK war. Stunde, ich habe 10 von 12, geil. So, ja, jetzt ist aber irgendwie niemand da, der hier mal Schein machen wird. Sekunde, ich muss die Stoppuhr anschalten. So. Gut, Scheintyp, wo bist du? Gar nirgends. Das ist jetzt ziemlich suboptimal. Glaube ich. Vielleicht kommt da gleich einer. Erstmal nebenbei rumräumen, ja? Warum denn nicht? Okay. Also, was gibt's denn sozusagen? Wie gesagt, ich war jetzt noch so ein bisschen hier, ja. Ging irgendwie nichts ab. Und dann habe ich rausgefunden, dass das anscheinend noch ein bisschen dauern wird, bis der wieder online kommt. Da muss ich dir mal anschreiben, ob ich den Schein, ob ich das dann noch bekomme oder ob ich den neu machen muss. Und dann. Oh, da ist Bunga Bunga. Und dann. Ja. Habe ich mir so gedacht, ja, lass mal den Bootsschein machen. Ja, mache ich, natürlich. Warum denn auch nicht? Und mach mir, natürlich, wir machen ein cooles Smiley-Gesicht, ja. Das passt ja. Ja, ich habe jetzt sowieso gerade nichts anderes vorgehabt, als zu warten. Also, warum denn nicht? Aber irgendwie gibt es keine Leute, die mir Scheine geben wollen. Die mögen mich alle nicht mehr. Nein, natürlich nicht, die mögen mich alle, ist klar. Oh. Haben sich geil. War das 50? Alter, das war 100.000, die der mir gegeben hat. Okay, dann schreibe ich eben nicht mehr lustige Smileys. Ist so viel Geld dabei, ich weiß nicht. Irgendwie ist das komisch. Wenn ich jetzt überfallen werde. Oh Gott. Irgendwie gibt es keinen Fahrlehrer mehr. Wo sind die? Aber kein Problem, ja. Wir sind erst bei 2 Minuten, wir haben noch alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt haben wir. Ja, ich hätte nur gerne ein bisschen mehr Zeit als alle Zeit der Welt. Ich glaube, das reicht nicht. Doch, da ist jemand von der Fahrstelle. Komm schon, komm zu mir, komm schon, komm her, komm her. Nein, 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 nein. Okay, was macht er? Packt um, er fährt weg. Ach, da macht wohl jemand LKW-Schein. Verstehe. Brauche ich den auch noch? Nee, den habe ich schon gemacht. Stimmt, den habe ich schon gemacht. Den habe ich schon gemacht. Es ist mir wieder eingefallen. Noch irgendwo Scheine? Nee, Scheine. Gut, hier. Ich habe schon die Hälfte, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ach, ich habe über die Hälfte. Wenn man den Traktorschein nicht mitzählt, habe ich genau die Hälfte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht. Ich bringe mal kurz mein Geld weg. Ich glaube, es dauert eh noch, bis irgendein Fahrlehrer kommt. Oh, es ist schon 1946. Wirklich, bist du auch fast. Das ist unglaublich, ja. Mich fast zu erfahren. Ja? Mit solchen Gefahren muss man. Oh Gott, fährt der Scheiße. Mit solchen Gefahren muss man im Straßenverkehr rechnen, ja? Okay, Geld wollte ich auf die Bank bringen. 100.000. Boah, hammermäßig geil. Ja, ich bin schon wieder. Ja, und damit hat sich einfach das ganze Geld wieder, das ich beim Fahrschein machen ausgegeben hatte, einfach habe ich jetzt wieder. Ja. Wie gesagt, ja, falls du das siehst, Bunga Bunga. Ja, immer noch bester Name. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also wirklich hammermäßig geil von dir. Da haben wir bestimmt ganz viel Spaß im Let's Play mit. Ja. Gut, ich möchte gerne Geld anlegen. Nein, ich möchte gerne 100.000. 100.000.
1000. Ich bin reich. 338. Alter, ganz ehrlich, so viel Geld hatte ich noch nie auf. Aber das habe ich schon gezockt, ja. Ja, aber ich hatte wirklich noch nie so viel Geld auf irgendeinem Real Life Server, ja. Aber mäßig geil. So, kann man vielleicht irgendwo gucken, welche Fahrlehrer online sind. Bei Service ging das nicht, ne? Ich bin gerade nicht sicher. Aber ich kann eine Pizza bestellen. Das könnte ich wirklich. Wer weiß. Ich kann ja mein Leben damit wieder auffrischen. Gibt's überhaupt eine Pizza, den sie bei Service? Pizza Service. Perfekt. Oh. Ja, kein Problem, ich. Genau gehört, wie einer vorbeigehuscht ist, ja. Ich höre doch Defekte, irgendwo ist ja doch jemand. Das Geräusch wird lauter. Oh, und? Der Server ist offline, oder ich bin offline, eins von beiden, ich kann jetzt nachgucken. Der Server ist anscheinend offline. Ich warte mal kurz. Ja, warum denn nicht, ne? Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder auf dem Server bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, anscheinend gab es wirklich Probleme mit dem Server und das war nicht meine Schuld. Aber ist egal. Ja, jetzt ist er aber wieder da. Und die Spielerzahlen steigen auch rasant in die Höhe. Und ich kann mal eine Weihnachtsmütze aufsetzen. Wäre ich nicht so blöd, wäre Weihnachten zu schreiben. Gott, das gibt's doch nicht. Slash Weihnachtsmuetze. So, als wenn es auch schwer wäre, ja. Komm jetzt hier. Alles muss man selber machen, ne? So. Überhaupt gar kein Problem. Ich sollte bald mal wieder tanken gehen. Aber davon ist so eine kleine Tankstelle, ne? Ich hoffe, dass ich 17.000 behalte. Ach, nur 300, das geht ja noch. 10 Liter. Geht klar. Tanken. Was für der Tank? Bitte warten. So, das dürfte mich 3000 kosten. Perfekt. Ach ja. Mathe ist doch was Schönes. Gut, dann ab zur Fahrschule. Hat sich auch gerade schon ein Fahrlehrer angemeldet. Der eventuell gleich für meine Bootschein verantwortlich sein wird. So, gleich, was ist hier in der Stadthalle immer für eine Scheißerei gibt, ja? So, und jetzt hier voll Regeln brechen. Riskiere einen Punkt zu bekommen, obwohl das überhaupt gar nicht gut ist, wenn man eine Staatsfraktion will, aber überhaupt gar kein Problem, ja. Den Motor ausschalten und wie in einem Actionfilm schnell rennen und einen Schein bekommen. Und ich bin zu langsam. Ärgerlich. Ich schätze mal, die machen dann, oder? Also der macht mit dem den Schein und ich muss auf den nächsten warten, aber überhaupt gar kein Problem. Ach ja, ich hätte einen Taumod oder einen Crash. Das Leben ist hart. Ja, und wir sehen schon, Fahrräder sind eindeutig in der Unterzahl. Den Bootschein. Bootsschein heißt er, oder? Und nicht Bootschein. Upsala. Okay.
Okay, dann ab zum Hafen und die Folge ist gleich wieder zu Ende. Das heißt, wir werden jetzt noch kurz hinfahren und dann ist die Folge wahrscheinlich auch schon wieder zu Ende. Oh Gott. Ruasse. Beste. Ich sage einfach gar nichts. Außer dass die Folge jetzt zu Ende ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ihr den Bootschein sehen wollt. Ja, bis dann und ciao.